Gimme Jäger plus Red Bull, ich bin in meinem Modus. Freitag voll so fein, falsches Wort, wir jagen die Schoß und Nero-Geschäft. Moin Leute, was geht ab? Uns habe ich heute echt ein ziemlich cooles Plugin für euch. Das ist ein Sound-Events-Plugin. Und da könnt ihr überall Sounds abspielen, wo ihr wollt. Das heißt, ihr habt einige Events, welche es in Spike bzw. Minecraft generell gibt. Zum Beispiel, wenn jemand loggt in bzw. joint, wenn jemand das Bett verlässt, wenn jemand kämpft, wenn jemand das Bett ansteigt. Oder generell, es gibt wirklich jedes einzelne Event. Nennt sich halt im programmiertechnischen Event, aber an sich sind es einfach nur Sachen, welche ausgeführt werden, wenn etwas passiert. Im Grunde genommen ist das eine kurze Zusammenfassung davon und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Erst ziehen wir das Plugin hier auf den Server, anschließend können wir den Reload. So, der Server ist an, hier ist das Plugin auch schon enabled worden. Hier haben wir den Ordner Sound Events. Klicken wir drauf und editieren das mit Notepad++ und sehen hier schon Events Sound 1.8 bei CompWebster. So, also das ist die Config an sich. Hier gibt es aber nur ein ganz kleines Problem, das sind die Sounds für die 1.11 bzw. 1.10 und so weiter. Das heißt, diese Sounds sind unter der Version 1.8 nicht verfügbar. Und hier haben wir alle 1.8 Sounds, welche es halt unter der 1.8 Version gibt. Darauf kommen wir gleich hier zu sprechen. Und zwar ist das hier die Config übrigens, wo es alle Events gibt, wenn was passiert. Somit können wir einfach uns hier irgendwas rausholen. Wir wollen beispielsweise den Anvil Use haben, wenn jemand joint. Das heißt, wir gehen in unsere Config. Sagen wir mal, joint Sound das hier. Und wenn jemand zum Beispiel schreibt, möchten wir gerne einen Sound Chicken Egg Pop haben. Kopieren uns einfach den raus. Und gehen hier zum Chat, so Chat ist drin. Und jetzt können wir das Ganze einfach speichern mit Steuerung S, schließen und schließen unseren Server reloaden und gucken, ob es Fehler gibt. Nein, es gibt keine Fehler, somit können wir direkt weitermachen. Können es einmal reconnecten, um zu gucken, ob es wirklich geklappt hat. Wir connecten und wir sehen, wir haben direkt einen Sound bekommen. Und wenn wir jetzt irgendwas schreiben, man hört es, ist ein Chicken Egg Pop Sound, eindeutig. Das heißt also wirklich, wir können uns einstellen, welche Sounds wir alle brauchen. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Sounds da. Das heißt, für alle Leute, die nicht programmieren können oder nicht programmieren wollen, wie auch immer, ist dieses Plugin hier eine perfekte API, die man für seinen eigenen Server nutzen kann. Was ich an sich ziemlich nice finde, weil so eine Idee haben aber nicht viele Leute. Und man sieht, die Reviews sind auch ganz in Ordnung. Somit finde ich das Plugin wirklich ziemlich nice. Falls ihr das Plugin auch so nice findet, würde es mich, wenn ihr das Plugin einfach herunterladen würdet und eventuell ein Like aufs Video da lassen würdet. Und bis dahin wünsche ich euch trotzdem noch einen ziemlich angenehmen Tag. Haut rein und bis dann. Tschüss.